Willkommen zur zweiten Liga und damit willkommen aus dem Interfashion Stadium. Heute zur Partie zwischen Immun United und dem KFC Uerdingen. Aufsteigerduell, man kann es eigentlich so bezeichnen. Aber die Situation beider Teams könnte nicht unterschiedlicher sein. Heute mal wieder regnet es. Daniele Werde im Fokus. 3 Tore in den letzten 3 Spielen. Ja, enorm wichtiger Joker. Und diese Joker-Rolle, mal schauen, ob sie heute auch funktioniert. Immun United auf Platz 3 in der Tabelle. Das sah am Anfang der Saison etwas anders aus. Mittlerweile hat man den Fuß in die Liga gefasst. Und jetzt heißt es abwarten und schauen, wie die nächsten Partien laufen. Bei Uerdingen dagegen, es sieht nach Wiederabstieg aus. Und das ist natürlich bitter, aber es muss halt mindestens 2 in der Liga treffen. Vielleicht können sie noch hier die Wende schaffen. Wir sind am Ende, Anfang der Saison. Da kann noch einiges möglich sein, bis zum Ende der Saison. Für einige überraschend natürlich mittlerweile, dass unter anderem The K-Faktor und auch Henriksson nicht mehr in der AF stehen, sondern mittlerweile in der BF spielen, die heute aufspielen. Immer noch derjenige neben Daniele Werde, die regelmäßig eigentlich auch in der AF in dieser Saison spielen. Aber Henriksson wie Vector nicht AF-Spieler mehr. Beide eher jetzt mittlerweile in der B-Garde vertreten. Die Aufstellung von Uerdingen, sie spielen heute mit einer Viererkette wieder hinten. Hat in dieser Saison des Öfteren nicht ganz funktioniert. Spielen heute mit einer 4-1-4-1-System. Vorne soll Usave die Tore schießen. Und damit haben wir die Partie. Erste Möglichkeit für die Hausherren heute in den schwarzen Trikots. Henriksson mit der Möglichkeit. Henriksson! 1-0 von United. Werde sollte mal von Anfang an spielen. In der letzten Zeit war er immer wieder als Joker erfolgreich, immer wieder in den kurzen Minuten schnell erfolgreich. Aber man wollte hier und heute einiges wieder neu testen und einiges wieder neu gucken, ob auch Werde in der Startelf funktioniert. Henriksson hier mit dem 1-0. Die Uerdinger nicht so ganz bei der Sache anscheinend. 4. Minute, 1-0. Heute drohte wieder ein Debakel für den Gegner. Nächste Chance, wir sind nicht mal in der 10. Minute. Henriksson auf Immun und das ist die Chance. Den hat er so gar nicht getroffen. In letzter Zeit ja auch nicht mehr Kapitän der Mannschaft. Auch er in die B-Garde gerückt. Nächste Chance, Viertelstunde gespielt. Daniele Werde auf Henriksson! 2-0! In der letzten Saison noch Stammspieler. In dieser Saison durch einige Rückschläge in die zweite Mannschaft gerückt. Und hier macht er sein Tor auf aller dritte Liga-Niveau. So wie er in der dritten Liga getroffen hat, so trifft er hier auch. Die Verteidiger, die können sich nicht so ganz einig sein, wer denn über den Ball wegschlagen soll. Keiner schlägt ihn am Ende weg. Und die Nummer 27 meint seinen zweiten Saisontreffer. Weiter nur eine Mannschaft, die andere, die mehr beobachtet. The K-Faktor auf Werde, der den erst den Ball gegen den Torwart schlägt. Und wer steht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort? Richtig, Henriksson, Hattrick. Ein lupenreiner Zunächst, der zumeist auch noch lupenreiner Hattrick. Wenn er dafür nicht in die A-Mannschaft kommt, wie dann? Klar, man könnte jetzt hier sagen, er hat einen Abstauer gebracht, aber den musst du auch erstmal machen. Und das haben wir schon öfter auch gesehen bei anderen Teams, dass auch sowas dann mal gerne daneben gehen kann. Henriksson, Treffer Nummer 3 nach 27 Minuten. Und es ging bös weiter, Fragezeichen. Usave mit der Möglichkeit hier vielleicht zum Ehrentreffer.
nach diesem 3:0 waren United doch sehr defensiv angehaucht. Die haben ein bisschen sehr den Gegner ziehen lassen. Und das sieht man auch in den nächsten Minuten. Nächste Chance für Uerdingen. Musabe. Und Kinsombi kriegt den Ball nicht und aus der Entfernung. Ja, so kannst du sicherlich kein Tor schießen. Daube mit einem Ball, der eine Etage zu hoch geht. Der Ire im Tor von Immon United. Ja, immer gerne mal für Gegentore. Immer gerne für Gegentore da. Und Hanna mit dem riesengroßen Fehler und dem 3:1. Der Innenverteidiger, ich glaube, der hat selber nicht gesehen, dass da jemand steht. Er wollte den, glaube ich, nur rüberspielen. Und dann ist es die falschen Füße und Uerdingen ist zurück im Spiel. Situation eigentlich, ja, völlig unbedrängt. Irgendwie, warum auch immer der den da rüber gespielt hat in Richtung Moon. Aber Moon war nicht auf der Position, wo er sein sollte. Und Kane, ja, das ist eben der zweite Torwart. Und ja, er ist eben anfällig. Und hier zeigt er es wieder. Treffer Nummer 3 für die Nummer 35 von Uerdingen. Nach dem 3:1, ja, da hat man doch wieder ein bisschen den Turbo angeschaltet. Man hat den Energiesparmodus ausgemacht. Immon auf Henriksson. Henriksson mit der Chance. 4:1. Da lässt man ihn ein paar Minuten so ein bisschen im Energiesparmodus und zack, macht er dann sein viertes Tor. Ja, Uerdingen konnte mittlerweile einen Leid tun. Denn nach dem 3:1 hatten sie sich ein bisschen erhofft, dass sie vielleicht auch noch den Fuß in die Tür kriegen. Aber das sah eher danach aus, als ob sie genau deswegen dann den Anschalter vom gegnerischen Team wiedergefunden haben. Und dementsprechend klingelt es wieder hinten. 4:1, Henriksson, vierter Treffer in dieser Saison. Und das in einer Partie. Nicht schlecht. Durchgang 2 läuft wie Durchgang 1. Henriksson. Mit der Möglichkeit zum fünften. Das kriegen nicht viele Profis hin, in einer Profiliga 5 Tore zu erzielen. Henriksson fast mit diesem fünften Treffer. Nächste Chance. Und natürlich, wer ist am Ball? Die Nummer 27, Henriksson. Spielt den Ball aber lieber ab auf The Cave Factor. 3:5:1. Letzte Saison noch Torschützenkönig in der dritten Liga, in dieser Saison eben durch Verletzungen zurückgeschlagen worden. Es gab in letzter Zeit einige Trainingsverletzungen, unter anderem war The Factor natürlich davon betroffen. Und so ist er eben jetzt auch nur in der B-Mannschaft. Treffer Nummer 2 für ihn in der 58. Minute. Uerdingen, ja, die waren zwar auch noch auf dem Feld und die haben ja auch gekämpft. Vielleicht hier mit der Chance, aber Kane. Ja, deswegen ist er ja Nationaltorwart, auch wenn er momentan nicht mehr nominiert wird, eben durch die letzten Fehler in der Liga. Deswegen wird er nicht mehr nominiert, aber er will wieder ins Team der irischen Nationalmannschaft. Dann gab es dieses Foul hier. Einige haben hier die rote Karte gefordert, Maro, aber er war nicht letzter Mann, dementsprechend gibt der Schiedsrichter hier richtig die gelbe Karte, nicht die rote Karte im letzten Spiel. Für ein ähnliches Foul gab es dafür rot, aber da war es wirklich der letzte Mann, hier war es das nicht. Und dann war es das. Uerdingen verliert hier mit 5:1. Ein Spiel, was sie am Anfang eigentlich von verloren hatten. Was sie früh verloren haben, denn hier die Nummer 27 hat den Turbo eingeschaltet und hat heute 4 Tore erzielt. Man of the Match, Henriksson. Und damit ab in die Tabelle und was seht ihr da? Richtig, wir sind Tabellenführer. Das ist unfassbar, wir haben es geschafft. Nach so einem Fehlstart sind wir nun auf Platz 1 in der Tabelle. Das ist heftig. Als nächstes spielen wir gegen Greuther Fürth.
Müssen wir mal gucken, wie es gegen die Fürther läuft. Die sind momentan auf Platz 11 in der Tabelle. Ja, man darf auch nicht vergessen, in letzter Zeit haben wir nur gegen Teams, die da unten stehen, gespielt. Also es kann noch in alle Richtungen gehen. Ich hoffe, im nächsten Spiel läuft es genauso gut wie jetzt. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.